Tja. Vereinfachtes Kurzzeichen. Das ist aber nicht. Das ist ziemlich bescheuert. Soll ich schreiben? Ja, gerne. Nee, eher, nee, leider nicht weghuhn, eher nicht. Soll ich schreiben, was man. Mach das mal. Was sagt denn dein Übersetzungsprogramm? Oh, Wolfswelpe übrigens. Hi! Schön, dich zu sehen, Stefan. Bist du denn hier? Moin! Was? Nicht Eingang 2, siehe 5 minus 5 minus. Was? 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 Ja, viele liebe Grüße an dich auch, was, Welpe. Bin schon auf deine Nachricht eingegangen am Anfang des Streams. Vielen Dank erstmal nochmal. An die nette Nachricht. Auf Instagram schreibe ich halt eher nicht zurück. Sowieso, da gucke ich eher selten rein, sogar insgesamt. Aber Dankeschön für die schöne Nachricht und für das Lob und so. Nicht Eingang 2, 5, 4, 5, 4. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Was ist das? Das nehmen wir mal an. Hä? Hm.
Ich habe echt keine Ahnung. Geisterstunde. Mann. Also bei sie, Mann. Bei sieben random Versuchen liegt die Wahrscheinlichkeit bei Würfel, dass du wenn da nicht einfach beachten musst. Ich nehme das Autokorrektur, lol. Tja, das ist jetzt echt irgendwie dumm. Hey, das kann doch nicht wahr sein. Ich versuche das jetzt gerade nachzugoogeln, aber nicht mal das ist wirklich möglich. Yeah. Oh lol. Okay. Wie habe ich das gelöst? Jetzt mal ohne Flachs. Wie habe ich das gelöst? Muss ich irgendwie gelöst haben, ey. Das kann doch nicht sein. Hä? Hä? Jo, was geht denn hier ab? Was war denn das? Wir haben den koreanischen Zuschauer. Ja, was ist denn jetzt los? Ich glaube, unsere Zahlen sind richtig. Nur die Reihenfolge muss passen. Das könnte sein. Moment, wir haben hier jemanden. If you delete overlapping paths of left and right duplicate, you will get the hair answer. If you delete overlapping paths of left and right Okay. Okay. Ja, ist ja kein Problem. Ich kann es ja nachlesen. Ich kann es ja noch mal, ich kann ja für mich die Nachricht noch mal anklicken. Links und rechte Duplikate. Erhalte ich die Antwort? Hä? Okay. Hier, ich schreibe euch das mal noch mal rein, was er geschrieben hat, ne? Vielleicht hilft uns das weiter. Ist doch andersrum, wa? Das ist sehr interessant.
2841 hatten wir doch aber schon ausprobiert. Das hatten wir doch schon ausprobiert. Ja. Das hatten wir ja schon. Overlappen. Ach ja. Ja. Da klingelt was. Kann das sein? Kann das sein? Da klingelt's. Kann das sein? Kommt mir irgendwie gerade bekannt vor. Kann das stimmen? Kann ich das mit den Zahlen machen? Nee, ne? So überlappe, dann sieht's so aus. Das stimmt doch nicht, oder? Krieg ich's trotzdem nicht raus, wa? Weil. Dann fehlen. Ich bin, glaube ich, schon auf der richtigen Spur bin ich, glaube ich, schon. Das Problem ist jetzt nur. Was kann ich sagen, oder? Das ergibt doch keinen Sinn, oder doch? Das ist die 6, oder? Warte mal. Die 2? 2? Und die... Gute Frage. Die steht hier nicht. Da ist das Problem. Voll bescheuert. Okay. Das ist nicht die 4. Das ist die nicht. Okay. Lol. Nee, das passt schon, Klinge. Was? Aber hier nicht, ne? First Floor. Was? Ist das hier? War das hier? Nee, ne? Glaub nicht. Hier, das müssen wir übrigens auch noch machen. Nanu, da liegt was. Oh, okay, die hatten wir letztes Mal schon. Nanu?
Oh lol. Ist das etwa... Oh, ist das dein Scheiß Ernst? Ist das dein Scheiß Ernst? Oh mein Gott! Natürlich! So hieß es ja im Zettel. Oh Mann! Dieses bescheuerte Spiel! Boah! Voll die Verarsche. Oh, thank you very much. Lol. Richtig bescheuert. Sicherheitslücke, Zugangscode für im Büro der Schulverwaltung. Ja, für den Direktorraum. Also für diesen Raum hier. Hier, Karte, Büro des Direktors. Mann! Leute! Oh, dieses Spiel! So dumm! So dumm! Oh, es ist halt doch eigentlich einfach. Ja, das ist schon okay. Alles cool, alles cool. Alles cool, Klingem. Das hat uns jetzt sehr, sehr geholfen. Oh Mann. Natürlich für den Direktorraum. Ach, Logikfehler. Ja. Hier, ne? Der Zugangscode zum Büro des Direktors. Ja. Ja. Ach Leute, voll doof. Oh Mann. Okay, wir kommen weiter. Hey, wie gemein. Da meint man halt wirklich, das gehört dahin, ne? Wegen dem Schloss, weil das im selben Raum ist. Oh. Okay, wow. Ja, voll der Logikfehler. Ah. Oh, wie bescheuert. Oh Gott sei Dank. Oh, vielen Dank. Das hat mir sehr geholfen. Oh Mann, so bescheuert. Boardsport. See you in the first floor, ja. So ist das nämlich. Oh nein, ich habe es nicht gelesen. Wasserzufluss. Bericht zur Trennung des Wasserzuflusses. Der Wasserzufluss zum Hauptgebäude wurde aus bisher ungeklärten Gründen unterbrochen. Allerdings wird ein Waschbecken am Labor im zweiten Stock von Hauptgebäude 2 weiterhin mit Wasser versorgt. Die Schüler scheinen das verstörend zu finden. Es werden umfassende Reparaturen durchgeführt, um dieses Wasserproblem zu beheben. Zweites Stockwerk, Hauptgebäude 2 im Labor. Gut. Boah, völlig bescheuert. Was haben wir hier? Dokument des Direktors. Hyun Kim, 22. Januar 1970. Männlich, Religion, okay, Familie, okay. Besonderer Hinweis, beging im Jahr 2000 auf dem Schulgelände Selbstmord schon wieder. Hier haben sich so viele selbst umgebracht. Nach seinem Tod haben sich weder Freunde noch Familie gemeldet. Wirkte von Anfang an zurückgezogen und exzentrisch. Hat Gerüchte über eine Verschwörung an der Schule in die Welt gesetzt und verbreitet. Zeigte Zeichen von Paranoia. Er installierte ein eigenes Schloss im Musikvorratsraum und versteckte den Schlüssel in der Klavierbank, sodass er nicht auffindbar war. Zur Zeit seines Todes stand er unter Beobachtung. Ein Mord kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, ist jedoch aufgrund der Beweislage unwahrscheinlich. Dann noch wer? Name, okay. Weiblich. Klasse 12, Klassenzimmer. Na, jung? Das ist nicht so jung. Ist das so Jungs Schwester? Moment mal. Während sie sich in den ersten 2 Jahren durch herausragende Leistungen hervortat, wurden ihre Noten ab der 11. Klasse immer schlechter. Der Grund dafür konnte nicht ermittelt werden und sie schien weder zu Hause noch an der Schule Probleme zu haben.
Sie wurde tot in der Schule aufgefunden. Aufgrund mangelnder Hinweise eines Fremdverschuldens wurde ihr Tod als Selbstmord durch Erhängen deklariert. Ach, dann war das die. Okay, hat man auch schon, glaube ich. Name unbekannt, unbekannt, aber weiblich. Was? Diese sich wahnhaft verhaltende Frau begann vor 2 oder 3 Jahren in der Umgebung der Schule umherzuwandern. Gelegentlich betritt sie das Schulgelände, zeigt jedoch kein besorgniserregendes Verhalten. Sie könnte in den Unfall vor 3 Jahren involviert sein, doch das wurde nie nachgewiesen. Reagiert besonders empfindlich auf Alarme, Feuer- und Sicherheitsalarm, die bei ihr Krampfanfälle auslösen. Okay. 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 So, ganz kurz Facecam geguckt. Okay. Also wahrscheinlich ging es da womöglich. Videokassette? Sie wurde mit einem Gerät versperrt. Was? Das ist eine Videokassette. Was soll denn das? Ich will da ran. Das ist ja mies. Oh, guck mal. Holzgriff. Hä? Holzgriff? Ja, genau, das könnte die wahrscheinlich gewesen sein, die sich erhängt hat, die sich dann erhängt hat wegen schlechten Noten und so. Ja, genau, das wird die wahrscheinlich gewesen sein. Bin nochmal weg, geh auf eine Party. Oh, nice, viel Spaß. Und muss mir noch eine gute Grundlage schaffen. Außerdem muss ich noch mein altes Busticket wegbringen. Okay, alles klar, dann, man sieht sich, viel Spaß auf der Party, ne? Und habt noch ein schönes, geiles Restwochenende. Danke fürs Zusehen. Und danke für den Follow übrigens. Oh ja, vor 18 Stunden, lol. Trotzdem. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ist hier noch was drin? Nope. Videokassette. Na sowas, die hätte ich gern. Okay. In Funkbüro können wir jetzt, ne? Das oben. Oh, hier ist Licht an, das ist nicht gut. Das ist immer noch extrem merkwürdig, dass der Hausmeister einfach weg ist. Wo ist der? Außerdem, wie lösen wir das Rätsel hier? Das ist nämlich auch ein Rätsel. Wir können die Bilder hier vertauschen. Keine Ahnung. Hallo? Okay. Nach Namen. Ja, moin. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich weiß echt einiges nicht mehr. Wie gesagt, 2 Jahre her. Nur einmal gespielt auch. Was? Hä? Was? Video hat verschiedene Teile in der Struktur. Was? Da schreibt ja jemand Deutsch. Nanu? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Japanisch, das ist koreanisch. Das ist definitiv wieder koreanisch. wir gehen jetzt erstmal hoch. Warum ist denn hier überall Licht an? Lass das doch mal. Mach aus jetzt. Wenn der Hausmeister kommt, sind wir dran. So. Wo waren das überhaupt nochmal? Ach, perfekt. Geht's ins Fundbüro? Da können wir ja eigentlich hin. Hallo. Die Szene kennen wir allerdings schon. Hi.
Da ist wieder das schöne Baby. Schrei doch nicht so, Mann! Ein Filzstift. Wie gesagt, damit speichert man ja. Hier ist eine Vase. Aber. Und da oben ist noch was. Da möchten wir ran. Und da ist ein Dokument. Bitte vergib mir, dass ich Lebewohl gesagt habe. Ich bin froh, dass du wieder bla, Abschied, mildern, Gemälde. Haben wir aber auch letztes Mal schon gelesen. Oh, vielleicht war das der Trigger für den Hausmeister. Vielleicht läuft er ab jetzt rum. Man weiß es nicht. Fakultätsbüro. Da können wir nicht rein, ne? Nee. Alles klar. Ah, okay. Scheiße. Ah, ja. Klar. Aua. Also ab dem Fundbüro verfolgt einem der Hausmeister. Fantastisch. Mach doch die Tür zu! Mach doch die Tür auf! Oh mein... Weg hier, weg hier, weg hier! Mach zu, mach zu, mach zu, mach zu! Scheiße! Oh mein Gott, du bist doch scheiße im Kopf! Oh! Was? Was ist das jetzt? Ich stehe auf, ich stehe auf, ich stehe auf, ich stehe auf.